Nun, ich würde es knapp zusammenfassen. Das Klimaziel verfehlt und einen Dammbruch vermieden. Es sieht zwar deutlich besser aus als wie das, was gestern Abend noch als Entwurf dargelegen hat. Das wäre ein reines Desaster gewesen und ein Zusammenbruch und Aushöhlung der gesamten EU-Klimaziele. Was wir jetzt sehen, ist aber immer noch eine Abschwächung, die deutlich dazu führen wird, dass das große Ziel, den Temperaturanstieg auf weniger als 2 Grad zu begrenzen, von der EU so nicht erreicht werden kann. Das heißt, hier muss deutlich nachgebessert werden und das muss in den nächsten 24 Monaten passieren. Nun, die ganzen schleppenden Verhandlungen der EU haben den Verhandlungsprozess in Posen negativ beeinflusst. In dem High-Level-Segment hat der Vertreter der Entwicklungsländer ausgerufen, wie könnt ihr denn erwarten von der EU, wenn ihr den Klimaschutz zu einer Schönwetterpolitik macht, dass wir als Entwicklungs- und Schwellenländer ernsthaften Klimaschutz betreiben sollen. Da kann man sehen, in welche Richtung solche Signale aufgenommen werden. Insgesamt muss man sagen, wir haben zwar das Minimalziel erreicht, dass wir Mandate haben, die uns, wenn sie gut ausgestaltet werden, zu einem ambitionierten Abkommen in Kopenhagen tragen können. Aber wir haben ganz deutlich gesehen, dass bei vielen Staaten dieser Welt der politische Wille dazu nicht da ist. Wir haben trotzdem eine Chance, das jetzt zu erreichen. Die Chance besteht darin, dass die großen Konjunkturpakete, die momentan in den USA, in China und in der EU vorbereitet werden, so ausgestaltet werden, dass das der Einstieg in die Klimawende ist. Dass man sieht, dass man damit nicht etwa wirtschaftlich auf der Verliererroute liegt, sondern dass man damit Arbeitsplätze generieren kann und eine Wirtschaftskrise bekämpfen kann. Und wenn dieser Nachweis gelingt, dann können wir in Kopenhagen deutlich ein Abkommen erreichen, was wir brauchen.